Wir sind heute auf dem Account von Buhu087 für ein weiteres Summoning. Und zwar, wir fangen direkt mal mit den Wünschen an. Sein einziger Wunsch ist ein LD-Blitz. MS, irgendwas Cooles, Spezialbeschwörung, wenn es blöd läuft, normal. Ansonsten bei Dupe kannst du Segen machen oder LD kann ich mir aussuchen. Gut, das wollte ich jetzt direkt zu Anfang einmal loswerden, bevor ich es vergesse. Okay, einziger Wunsch LD. Ich weiß nicht, wie viele Scrolls er hat. Wir schauen einfach mal. Bei ihm habe ich ja schon sehr häufig beschworen, das muss man auch sagen. Das war ja sehr häufig, dass ich hier schon beschworen habe. Wir sehen den Account schon, ich glaube, dritten, vierten Mal. 7 LS meine ich. Ein paar LDs, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17 LDs, 35 Wasser, 12 Feuer, 10 Wind und 201 Mystische. Krass. Okay, hier mal echt ein bisschen mehr zu beschwören. Das ist cool. Weg des Beschwörers immer noch nicht viel weiter, glaube ich, als das letzte Mal. Ah, doch. Ein bisschen hat er der Transzendenz. Ah, nee, Transzendenz hatte ich, glaube ich, schon geöffnet bei ihm. Ja. Gut. Gut. Ich glaube, wir können anfangen direkt. Wir gehen in den Channel von heute. Das ist der 29.06. Oder? Ja, der 29.06. Wir fangen erstmal mit Spezialbeschwörung an. Und ich würde sagen, let's go. Ah, er hat ein Blessing, sehe ich gerade. Oh, gut, er hat aber keinen richtigen Wish. Also können wir auch ruhig mit den Spezialbeschwörungen, also können wir ruhig mit dem MLS anfangen, denke ich. Er hat halt keinen Wish oder so, deswegen gut. Let's go. Eine Undine. Okay, Fusion-Material hauptsächlich. Gut, hier haben wir ein bisschen mehr zu tun als bei der letzten Beschwörung. Das ist schon mal auf einer Seite gut. Habe ich ein bisschen Hoffnung, dass wir hier was Cooles kriegen. Das wäre schön, auf alle Fälle. Mit Blessing bin ich da wieder ein bisschen zwiegespalten nach, muss ich sagen. Aber egal, das ist einer. Ah? Das hat so komisch geruckelt. Ich hätte schwören können, es wäre einer gewesen. Okay, ein Cecile. Oh, ich hätte schwören können, es wäre... Oh, okay. Hat sich vielleicht umentschieden. Naja, gut. Dann eben nicht. Das ist einer. Oh, Josephine ist neu. Okay, Diana ist Dupe. Das ist cool, dass man das sieht. Das ist richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Josie ist neu. Gut, nehmen wir Josephine. Richtig gutes Monster, was metalastig so ein bisschen RTA angeht. Gut, ich weiß, dass es ein sehr anfängerfreundliches Monster-Account ist. Also, vielleicht für später eher was. Ne? Aber es ist ein sehr starkes Monster. Diana ist Dupe und wird dann neu stehen. Ich vertraue dem System jetzt mal und wir nehmen die Josephine. GZ Josephine. Sehr cooles Monster. Gefällt mir sehr gut. Ist ein sehr... angenehmes Monster. Ich mag sie. Hätte ich sehr, sehr gerne immer noch. Ich habe sie noch nie schlecht geredet. Noch nie. Ich habe sie auf meinen Smurf. Toll. Das ich einmal im Monat spiele. Nicht mal. Einmal in 3 Monaten oder so. Okay. Ja. Oh, Immensity. Geil. Ne? Naja. Gut. Ich hätte gerne eine. Würde ich auch spielen in der RTA. Ich finde die mega gut. Ich habe sie noch nie schlecht geredet. Noch nie schlecht gerankt oder so. Ich habe die letzten Tierlists bin ich gar nicht durchgegangen, wie sonst immer, ne? Ah, naja. Ich habe sie nie schlecht gerankt. Ich habe sie immer auf, soliden Stand gerankt. Genauso wie Shihou habe ich auch immer sehr solide gerankt. Aber genau die Monster bekomme ich nicht. Ist immer so. Aber das ist meistens so, ne? Dass man so die Monster, die man hat und weiß, wie die funktionieren und tangieren so ein bisschen, außer man merkt, dass sie stark metalastig sind, immer ein bisschen schlechter rankt als Monster, die man nicht hat und gegen die man übelste Probleme hat. Ist mir irgendwie immer so aufgefallen. Keine Ahnung. Ist meistens so. Oh, Rika. Jetzt geht's aber los. Hier, der Account, der floppt ein bisschen mehr. Schade, ey. Das ärgert mich. Gestern bei dem Video, das tat mir echt schon ein bisschen leid. Ich weiß nicht, ob sie Dupe ist. Ja, nee. Warte, da brauche ich nicht gucken. Ich hoffe, wenn, dann hat er sie erweckt. Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe aber gerade auch nicht. Bin ich blind? Da. Oh, wenn sie neu ist, wäre ja awesome. Ich glaube, es war mal Wunsch, Rika, oder? Ich bin mir aber nicht sicher. Ich gucke mal kurz im Lager, ob die vielleicht unerweckt irgendwo rumliegt. Weil, wie gesagt, das anfängerfreundliches Monster-Account hier, zum Beispiel Momo, ist auch unerweckt hier drin. Ich sehe sie jetzt nicht unerweckt. Oh, nice. Das ist cool. Das ist nice. Außer vielleicht ist sie hier drin. Das wäre aber mega strange. Nee. Okay, cool. Nice, Rika, mega gut. Das freut mich. Cool. Das ist awesome, ne? Das gefällt mir sehr gut. Nice. Okay, wir hoffen mal, dass es weitergeht so, ne? Das wäre ja ein Träumchen. Das wäre tatsächlich ein Träumchen, wenn es so weitergeht heute hier so. Boom, lull, und es geht weiter so. Das ist so gesehen back to back net 5, nur nicht direkt hintereinander. Ist Feng neu? Nee, Feng ist nicht neu. Aber Feng kann man als Dupe theoretisch behalten.
Er hat aber gesagt, ich soll Blessing oder LDs nehmen. Rein theoretisch würde ich jetzt ein Blessing vorziehen, aber hat er denn erstmal gucke ich, hat er die Materialien dafür? Hat er denn die Materialien dafür? Ich bin gerade ein bisschen braindead. Wo ist das Gebäude? Das hier. Er hätte die Materialien. Okay, wir verfuden ihn. Erstens, also ich weiß, es ist ein guter Dupe. Gewesen, finde ich persönlich. Das Problem ist bei Feng Yang, die Meta von Feng Yang ist ein bisschen weg. Ne, den sieht man generell nicht mehr so häufig. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, er ist sehr anfängerfreundlich. Ich glaube, er ist froh, wenn er einbauen kann. Ne, Bastet würde ich immer 2-3 Mal behalten, weil die wirst du immer gebrauchen, früher oder später. Ne? Umso höher du kommst, da ist ein Bastet 2-mal nie verkehrt. Bei Feng würde ich sagen, ich habe auch einen zweiten auch behalten, auch gebaut, benutze beide so gut wie gar nicht mehr, weil die Meta es nicht zulässt. Deswegen würde ich den Feng verfuden. Ja? Und ich würde jetzt gerade sagen, wir holen ein Blessing, weil das gut aussieht. Ich muss jetzt nur gerade sagen, ich habe bei mir schon beschworen, aber das Video kommt erst noch, weil ich die vorziehe jetzt hier, die Community-Beschwörungen. Und ich hatte mir auch ein Blessing geholt. Und danach war erstmal, also, ich bin dem Blessing losgeworden, sagen wir es mal so. Aber erst sehr spät, wenn man es vergleicht. Bei mir sah es nämlich genauso aus. Das kann ich sagen. Es sah genauso aus, meine Beschwörung. Und dann habe ich ein Blessing geholt und dann war ein bisschen flauterig. Aber wir probieren es trotzdem mit einem Blessing. Ja, wir probieren es trotzdem mit einem Blessing. Okay, wir machen weiter. Spezialbeschwörung. Das wäre es jetzt echt gewesen, ey. 3 Net 5s, ey. Jetzt schon. Und wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. So ist es ja nicht, ne? Na, das hat wieder der Anfänger-Luck-Account hier, ne? Aber das hat zu wenig geruckelt für einen... Für Net 5. Das ist halt das mit Blessing. Ne? Ich sag's euch, es wären jetzt wieder 2 Net 5s geworden, hätten wir keine Blessings gehabt. Ich sag's euch. Ich schwöre, das wäre der Fall gewesen. Ne? Naja. Wir hoffen einfach mal, dass wir mit dem Blessing wieder loswerden. Ja, nicht, dass wir mit einem Blessing reingehen und mit einem Blessing wieder rausgehen. Sowas ist ja immer ein bisschen doof. Ne? Aber wir haben noch gute LS und so vor uns. Also ich bin auch guter Dinge, dass wir ihn loswerden. Auch wenn wir ihn jetzt eventuell nicht mehr in den MS... Ups, ich hab's geskippt, sorry. Noch eine Dryade. Eventuell nicht mehr in den MS durch. Alter, die Blitze hier auf den Account hauen richtig rein. Also der gestern, das tut mir richtig leid, ey. Das ist direkt danach jetzt, im selben Channel. Das sind 10 Minuten Unterschied, nicht mal 5 Minuten Unterschied oder so gewesen zu der anderen Beschwörung. Oh, das ist richtig traurig. Das tut mir echt leid, ey. Dass da nix. Ey, das kannst du nicht vergleichen. Das ist wie Tag und Nacht hier gerade. Das ist ja der Hammer. Ich meine, es ist gut für diesen Account, aber es tut mir echt übelst leid für den anderen Account. Also so richtig, das tut mir echt leid, ey. Oh, das ist echt mies, aber naja. Nun gut. 90 haben wir noch. Und dann noch die Zurückerstatteten. Das sind ja auch nochmal so 20, meine ich grob. Okay, Lapinus. Hallo, okay. Oh, das ist... Es ist schön für den Account. Ich freue mich für den Account. Er ist halt, wie gesagt, sehr anfängerfreundlich. Ne, immer noch. Immer noch. Ne, also, man hätte auch in der Zeit schon ein bisschen weiter sein können. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ich sag mal so. Passt schon, ne? Komm schon. Lass den Blessing nicht liegen, bitte. Rebecca. Okay, sehr viele Fake Forsters heute. Und Undine, okay, 74 plus 20 am Ende nochmal, plus die Attribut-Scrolls. Ich bin auch guter Dinge, dass wir den Blessing auf jeden Fall wegkriegen. Ja, der hat doch. Vor allem mit den LS. Ich denke, den werden wir noch loswerden. Ich hoffe nur, dass es kein Doppel-Dupe ist oder so, weil dann würde ich LDs holen, meinetwegen. Wenn nochmal Doppel-Dupe-Auswahl gleich kommen sollte, mit einem Blessing. Falls wir noch eins bekommen, das ist ja die Frage. Wir haben schon 3, also das ist schon überdurchschnittlich, was wir hier bekommen haben. Mit allen Scrolls zusammen ist das schon überdurchschnittlich. Aber... Ja gut, wenn wir mal abwarten, ne? Bei mir war es auch überdurchschnittlich, was die Five-Stars angeht. Die Five-Stars haben richtig reingehauen bei mir. Aber richtig hart. Wie gesagt, könnt ihr euch freuen, wenn... Also müsste theoretisch morgen dann kommen, meine Beschwörung. Wie gesagt, die ist dann schon 3 Tage alt oder so. Aber sie müsste theoretisch morgen kommen. Außer es kommt nochmal jetzt eine Beschwörung dazwischen in der Zeit. Die ziehe ich dann vor erstmal. Karabiner, okay. Oh, back to back. Aber es hat nicht so komisch geruckelt. Blessings-Verhältnisse und so.
Ne? Alter, die Blitze, ey. Das ist einfach wie Tag und Nacht. Das ist traurig. Also wenn der andere, der von gestern, der Besitzer, das Video hier sehen sollte, ey, das tut mir leid. Das tut mir echt leid. Also für ihn freut es mich gerade, aber für den Account gestern, das tut mir richtig leid. Uff. Das ist echt... Na gut. Also Spezialbeschwörung lasse ich mal an, würde ich sagen. Ne? Läuft ja gerade ganz gut. Na, Meister des Gifts. Okay. 20. 18. Nee, 17. Komm. Ja, aber der hat auch nicht so verhältnismäßig geruckelt, wie man es von Blessing kennt. Nee, der auch nicht. Ah, sehr gute Blitzrate, Alter. Das ist ja der Wahnsinn. Richtig gut. Also so gut waren meine Blitze auch nicht. Ne, meine, also ich habe, ich glaube, gefühlt habe ich mehr Net 5s bekommen als Net 4s. Aber nun gut, darüber beschwert man sich natürlich nicht. Aber man muss auch sagen, ich hatte die doppelte Anzahl an Schriftrollen. Ne, also ich hatte ein bisschen mehr Schriftrollen hier. Ups, nee, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich auch nicht hin. Ich möchte gerne dahin. Dann gehe ich einmal jetzt schon mal zum Lager. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir zum Lager müssen, sehr wahrscheinlich. Außer die Forsters ballern nochmal rein. Sehr viele Fake-Forsters auch dabei gewesen. Ah, okay. Ist Free Food, denke ich mir immer. Ist fein. Zwei neue Net 5s. Ich glaube, man kann sich echt nicht beschweren. Machen wir erstmal Wind, was die wenigste Anzahl ist. Ich weiß nicht. Was er sich da... Also Wunsch hat er ja nicht. Er hat ja nur LD-Blitz-Wunsch. Ne? Kommen wir auf die Anzahl an. Ja gut, okay. Vielleicht hätte ich anstatt Blessing tatsächlich eher LDs holen sollen, wenn ich seinem Wunsch nachgehen wollen würde, ne? Ja gut, das war vielleicht ein bisschen doof. Muss ich sagen. War vielleicht ein bisschen dumm. Ja, ist schon mal leid. Da wären vielleicht LDs tatsächlich besser gewesen. Na gut, gehen wir auf Feuer. Vielleicht Claire. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt mal so... Ich dachte, wir hatten noch kein Feuernet vor. Krass. Okay. Ich habe mir jetzt mal so ein paar der Monster angeguckt. Gut, Dark hat man jetzt durch den Scheinkampf so ein bisschen kennengelernt. Licht habe ich mir was angeguckt. Fand ich gut. Ich muss sagen, ich fand die nicht OP. Ich hoffe, die bleibt so und wird nicht genervt. Ich fand sie gut. Ne, ups, ich hab's geskippt, sorry, weil die kam ja mega strange verspätet. Ne, die fand ich solide gut. Wasser habe ich mir angeguckt. Scheint eher so ein TOL-Hell-Monster zu sein. Ne, so ein bisschen. Also für den PvP-Bereich wahrscheinlich eher schwierig. Vielleicht noch Arena. Wenn man viel mit Dots oder Maximilian hat oder sowas. Da kann ich mir sie gut vorstellen. Ansonsten Sonja, also die Wind. Die ist... Ich finde sie immer noch relativ gut mit dem Death-Ignore. Kann sie, ich sag mal, HP-lastige Monster wahrscheinlich schon gut zerhäckseln. Zu Claire habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts gesehen. Zu Claire habe ich halt nichts gesehen. Aber naja. Gut, Sabrina. Okay, wenn es anfängerfreundliches Monster ist, hilft sowas wahrscheinlich. So Sabrina und so, also die Forsters, ein paar Forsters, die wir gezogen haben. Sind gute anfängerfreundliche Monster, auch was Skill-Ups oder so angeht. Ne, das, die sind nicht verkehrt. Oh, der hat ein bisschen geruckelt. Valkyrie neu. Okay, immerhin. Verrat ist ja... Da muss ich aber gucken. Verrat echt Dupe? Ich kann mich nicht daran erinnern. Habe ich ihn mal in Verrat gezogen? Immerhin. Immerhin. Aber, ja, gut, nee, Valkyrie ist ja neu. Die werden wir auch behalten. Ja, Valkyrie ist neu. Sehen wir ja hier. Ist nicht ausgegraut. Dasselbe würde auch bei Verrat der Fall sein, ne? Also, Verrat hat er tatsächlich. Ich weiß nicht. Da muss ich den System nochmal hinterfragen. Okay. GZ, das vierte Net 5, ey. Drei neue, ein Dupe. GZ zu Kami. Nicht das Premium Net 5. Aber es ist immerhin Net 5 und es ist neu. Ja. Sehr wasser- und feuerlastig heute. Wobei, wir hatten ja auch Feng. Okay. Oh, das tut mir echt leid mit dem anderen. Oh, das tut mir so leid, ey. Naja. Okay, gehen wir auf LDs. Ja, wir hoffen auf einen LD-Blitz. Wir lassen die Spezialbeschwörung an. Die läuft ja ganz gut. Warum mache ich das mit anderen Scrolls? Wir wollen keine Blitze, habe ich so das Gefühl. Doch, wir wollen die Blitze. Deswegen machen wir das mit LD-Scrolls. Let's go. Ich kann auch ein bisschen Finger rubbeln, aber ich glaube, der Fingerrubbler ist ein bisschen abgefahren. Ich weiß nicht, der bringt nie was. Gefühl nicht. Flutschfinger. Nochmal hinterher, aber ich glaube, der bringt auch nichts. Let's go. Ein Lightning. Ein Lightning wäre schön. Mit irgendeinem kein Hall of Hero Monster. Ich glaube, das ist schon sein Wish. Ne? Und wenn ich seinen Wish hier erfüllen könnte in der Hinsicht, das wäre ja schon awesome. Ich meine, die Blitzquote war gut, aber das kannst du nie mit LDs vergleichen.
Das kann man halt nicht vergleichen. LD ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Das ist das Ding. 14. Ganz andere Welt. Da hilft das nichts, wenn du sagst, du hast MS und so grad mega Lack gehabt. Gehen wir mal auf LDs. Vielleicht haben wir bei den LDs Lack. Ah, funktioniert nicht immer. Ne, LDs sind so eine Sache für sich. Die stehen für sich selber. Aber ich verstehe es auch nicht. Also ich bin immer noch der Meinung, entweder müssen sie was an den Raten ändern oder sie müssen was an die Hall of Hero machen. Ja, weil das ist so... Nee, das ist nicht geil. Weißt du, du hast so 0,35... Also 0,35%ige Chance, glaube ich, ein LD vorzubekommen, meine ich. Und... Oder? Oder war das 0,8 und 0,35 war LD5? Ich weiß nicht, irgendwie sowas war das. Und dann noch die Hall of Heroes dazu. Ja, also du hast wirklich nur eine Handvoll an Monstern, die du da beschwören kannst. Und dann mit der Lightning-Quote. Ah, nee, also ich glaube, also ja, ich sehe ein, dass LDs was Besonderes sein müssen und auch bleiben müssen. Deswegen bin ich auch Anti-LD-Trans-Rolle. Ne, da bin ich komplett gegen. Und, aber ich finde trotzdem, sie müssen da was ändern, so ein bisschen. Ne, so ein bisschen was ändern sollte man da schon. Das finde ich nicht geil. Ne, das finde ich echt nicht geil. Und ich weiß, dass sowas, wenn jemand nichts kriegt aus LDs, es wirklich ein zum Spiel quitten bringen kann. Ja, wie gesagt, ich sehe es immer wieder, auch gildentechnisch oder so. Ich glaube, einer hat jetzt auch keinen Bock mehr, weil er auch, ich glaube, über 2000 Tage spielt oder so. Und auch noch nichts bekommen hat in LDs, nichts krasses, nichts, ne? Und das darf nicht sein. Also ich finde schon, da sollte man mal was machen. Irgendwas, eine Kleinigkeit. Das ist irgendwie, zumindest nach 20 Scrolls, ein safer Blitz oder so. Ja, sowas halt. Oder meinetwegen nach 30 oder so. Aber ein safer Blitz nach einer Anzahl an Scrolls. Ja, dass du weißt, du hast was, wenn du das hast. Ne? Zumindest da dann. Das finde ich, ja, ich weiß nicht, das ist halt... Aber Lightning hier hat auch keinen Bock, ne? Ich sag ja, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. LDs und MS und so kannst du nicht vergleichen. Ganz andere Welten. Die Beschwörung war so gut. Da hätte man jetzt echt gedacht, boah, mach LDs auf, Alter. Du kriegst hier was. Nee, das ist andere Welt. Das ist ganz andere Welt. Letzte... Na, ganz anders, das ist ganz schlimm. Also LDs, puh, ne. Bin ich auch kein Fan mehr von. Überhaupt kein Fan mehr von. Okay, LS. Let's go. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Netfight. Davon, hier bin ich guter Dinge nochmal tatsächlich. Ich sag, du kannst es nicht vergleichen. Man kann es nicht vergleichen. Was soll ich da sagen? Ne? MS, normal, Le Scrolls, easy. Ist sie neu? Ich schätze, oder? Ja, scheint so. Ich sehe sie gerade nicht hier da. Okay, GZ, Nana. Ich sag's ja, hier war ich guter Dinge. LDs, nee. Gar nicht. Na, LDs, richtig. Nicht geil. Ich finde, wie gesagt, die müssen da was machen. Ich weiß, wiederhole mich, aber sie müssen da was machen. Ein Blushen. Kein Blushen. Ein Ratchen. Jojo. Okay. Da ist der Blutchen. Okay. Okay, das ist jetzt lustig gewesen. Kriegen wir noch einen Net5? Spracherkennung, ich sag's euch. Ich glaube, Anna wäre ein Stube, aber ich mache jetzt so weiter. Warte mal. Kriegen wir noch einen Net5? Warte. Kriegen wir noch einen Net5? Ah, schade. Schade. Anna, wer ist sie denn, Dupe? Ich weiß nicht. Sehr wasserlastig heute geworden, was das Monsterpool angeht. Von dem, was wir gezogen haben. Ist die Anna, well, Dupe? Ja, Anna, well, ist Dupe. Ja, ich könnte sie jetzt zu LDs machen. Sollen wir es nochmal wagen? Wird man Dupe auch nicht groß gebrauchen. Alter, das ist so... Also das ist wie Tag und Nacht, also das tut mir richtig leid. Ja, ich mache jetzt die LDs raus, weil wie gesagt, sein Wish ist ja LD-Blitz. Aber wie gesagt, man kann es halt nicht vergleichen. Ne, man kann es nicht vergleichen. Das ist es. Aber guck mal, der hat genau gedacht, ja, ich krieg zwei Dupes daraus. Hat er genau berechnet.
Okay, wir holen nochmal Scrolls, LD-Scrolls. Ich glaube, es sind 4 oder 5? 4. Okay, 4 LDs nochmal, aber man kann es nicht vergleichen. Ich gehe seinem Wish nach und versuche noch einen LD-Blitz zu bekommen. Ach ja, und die 20 wieder erstattet. Die habe ich gar nicht eingesammelt, ich Idiot. Ja gut, okay, dann machen wir erstmal die normalen auf hier. Let's go, sind wir noch gar nicht fertig hier. Alter, wie viele Net-5s waren das? Wir haben 2 verfootet und haben 4, ne? 4 neue. 6 Net-5s in der Anzahl? Alter. Ja gut, okay. Das ist ja der Wahnsinn. Zwar nichts Neues, also nicht das neue Monster, trotz Spezialbeschwörung. Aber so neue generell, ja. Aber halt kein neues Monster an sich gezogen. Ist aber auch schwieriger, ne? Dieses Mal, weil es ja nur ein Net-5 ist und nicht im Doppelpack wieder kam. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass nur Net-5 kam. Das meiste war immer zusammen mit irgendwas. Okay. Net-5. Boom. Ah, Fuahi. Okay. Oh, Net-5. You know. Okay. Double Lightning nochmal bekommen. Wir haben ja nochmal 2 wieder zurückerstatteten. Krass. Krasse Beschwörung. Richtig krasse Beschwörung. Gefällt mir richtig gut. Nochmal ein Blitz. Neff. Ah. Okay. LDs. 4 Stück. Komm. Ich versuche seinen Wish nachzugehen. Sein Wish. Ein LD-Blitz zu bekommen. Go! Komm schon, ein Blitz. Ich rubbel auch nochmal meinen Finger. Ja, ich weiß, das hilft meistens. Das. Ne? Wiggeln vielleicht. Aber ich habe jetzt, glaube ich, alles weggepackt. Warte. Ein Lightning. Harpu. Geil. That's what we need not. Please. Not sowas. Können wir irgendwas wiggeln? Ich wiggle hier die Undine. Warte, wir müssen so machen, ne? Wie macht der Bagel immer so? So macht er, ne? Okay. Haben wir ein bisschen gewiggelt. Ja, Bäume mache ich nicht kaputt. Das mache ich nicht. Und der letzte jetzt. Komm schon, ein Lightning. Gönn ihn ein Lightning. Bitte. Jetzt. Ja, LDs sind scheiße, Alter. Ich sag's, wie es ist. Die LDs sind Müll. Ach, kack LDs, ey. Richtig belastet. Das war auch eine gute Anzahl. Hätte sogar theoretisch ein Blitz bei sein müssen. Naja, gut. Okay, schade. Gut, ich bin durch jetzt. Jetzt bin ich wirklich durch, ne? Ich habe nichts vergessen einzusammeln. Wir haben keine Rückerstattung mehr. Gut, wir sind durch. Sehr geile Ausbeute. Einmal der... Also den zähle ich jetzt mal mit, weil den hatten wir ja auch gezogen. 1, 2, 3, 4, 5 plus Anavel jetzt. 6 Net-5s hätten wir gezogen. In der Anzahl. Und 4 Non-Dupes. Und dazu 3 gute. Also die finde ich mega gut. Josie, Nana immer noch. Rika, ja, Nana ein bisschen ausgedient, aber immer noch gut. Josie finde ich, ich glaube, das ist einer meiner persönlichen Meinungen, dass ich Josie sehr stark finde. Rika ist halt Rika. Ja, Kami ist so das Schlechteste, Net-5 gezogen haben. Aber gut, ich bin durch. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.